Hallöchen Leute, ihr wartet bestimmt schon seit längerem, dass ich mich mal melde und mich dazu äußere auf meine Story vor ein paar Tagen, dass mein MRT-Befund nicht so gut aussieht. Und ja, ich kann euch das mal kurz erklären. Aber wir wollen uns nicht darauf befestigen, sondern wir wollen einfach mal warten, was der Chefarzt mir dann am Ende sagt. Ne? Hier steht drinne, dass auf jeden Fall eine Schwellung ist, also ein Ödem im frontopolaren Temporallappen. Ich kenne mich in dem Sinne leider nicht so gut aus, aber ich wurde ja am Temporallappen wurde ich ja operiert. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass von innen auf der Seite immer noch eine sehr starke Schwellung vorhanden ist. Sonst würde das ja nicht drin stehen. Dann kommt noch eine Schrankenstörung hinzu. Wie erkläre ich das am besten? Eine Schrankenstörung ist, die haben mir durch die Vene, ne, durch den Arm haben die mir Kontrastmittel gespritzt. Und eigentlich fließt es ja dann durch die ganze Blutlaufbahn, so wie es sein sollte. Aber im Gehirnbereich ist das Ganze ausgetreten ins Gehirn rein. Das bedeutet, wenn ich so überlege und beispielsweise mal erkältet bin oder Viren, Bakterien oder sonst was in der Blutlaufbahn habe und die dann in Richtung Gehirn gehen, dann nicht mehr in der Blutlaufbahn bleiben, sondern ins Gehirn austreten, dann bin ich am Ende. Also entweder da unten oder im Kopf nicht mehr ganz, also ihr wisst, wie ich meine, ne? Ohne das abwertend zu meinen, aber das kann wirklich nach hinten losgehen und davon mache ich mir am meisten Sorgen. Und dann steht da noch, dass da eine mögliche kleine Abszesshöhle ist und das zum Beispiel von einem Rezidiv. Rezidiv heißt Tumorrückfall. Aber die sagen selber, dass die halt, also die Symptomatik in dem Bereich, was die gesehen haben, sind so ähnlich wie bei meinem damaligen Tumorwachstum. Das heißt, es könnte zurück sein oder auch nicht. Man weiß es halt noch nicht, ne? Im Februar haben die ja auch gesagt, der Tumor ist zurück. Und dann war ich im Krankenhaus. Und die haben sich die ganze Zeit darauf befestigt, dass es Nekrose ist, also kein Tumor. Und haben mich ja dann operiert, haben ja den Großteil von der Nekrose entfernt. Aber das an den Gehirnrändern haben die drin gelassen. Und jetzt ist da wieder ein Teil. Das heißt, ich weiß halt nicht, ist es Nekrose oder Tumor? Es ist ja wieder gewachsen. Und das macht mir ein bisschen zu schaffen, um ehrlich zu sein. Und dann habe ich noch was. Im Ende Januar hat man ja eine an der Halsfaszie, keine Ahnung, wo die ist, die muss ja irgendwo hier sein, hat man ja etwas gesehen, 5 mm groß. Mittlerweile sieht man. Moment, so. Mittlerweile sieht man eine circa 8 mm messende eingedickte Zyste oder Pannusgewebe im Mastoid. Also der Mastoid ist der Knochen an der Ohrmuschel. Und da sieht man entweder eine Zyste oder eine Zyste oder ein Pannusgewebe. Ich glaube, das müsste wahrscheinlich in derselben Höhe sein, wie man damals gesehen hat. Damals waren es noch 5 cm. Und jetzt sind es Millimeter und jetzt sind es 8 mm. Also auch das ist gewachsen. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ich bin so durcheinander. Mental geht es mir eigentlich auch nicht gut, aber meine Cousinen waren jetzt hier seit Freitag an, seitdem ich meinen Befund bekommen habe und haben mich sehr gut abgelenkt. Morgen, es waren Gott sei Dank ja auch Feiertage und Wochenende dazwischen. Morgen müssen die leider wieder arbeiten und sind deswegen jetzt nach Hause gefahren. Und ich muss sagen, das tat mir wirklich sehr gut. Es tat mir so gut. Aber man kann halt
Klar, wenn man alleine lebt, ne, hat man nicht immer jemanden um sich herum, aber es heißt manchmal auch gar nicht. Wenn du jemanden um dich herum hast, heißt es noch lange nicht, dass du dich ablenkst. Es müssen die richtigen Menschen sein und es muss das Richtige gemacht werden. Manchmal hilft einfach auch ein chilliger Tag auf der Couch und Fernseh schauen und manchmal geht man gerne raus, ne? Und es ist aber wirklich wichtig, dass man es mit den richtigen Menschen macht. Wisst ihr, wie ich meine? Und ja, bitte betet für mich, dass die mir helfen können, ohne mich operieren zu müssen. Ich habe keine Ahnung, wie es sein wird. Ich habe meinen Professor, also den Chefarzt von der HNO in Hannover kontaktiert und habe ihm gesagt, ich fühle mich bei den Neurochirurgen nicht wohl. Tut mir leid, dass ich das sage, aber ich möchte bitte zu Ihnen. Und dann habe ich ihm den Befund geschickt und er meinte, ich will die Bilder so schnell wie möglich sehen und ich liege ihm sehr am Herzen. Er möchte mir helfen. Er müsste aber jemanden aus der Neurochirurgie hinzurufen, weil das halt deren Fachgebiet ist, ne? Aber er wird mir helfen. Jetzt fahre ich nächste Woche Dienstag nach Hannover. Am Mittwoch habe ich den Termin. Er wartet auf die CD, weil ich brauche die MRT-CD. Die wurde mir dieses Mal nicht ausgehändigt. Die haben gesagt, dass das zugesandt wird und deswegen habe ich die noch nicht. Sonst wäre ich diesen Mittwoch schon gegangen. Aber bis nächste Woche müsste sie da sein. Und ja, dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Leute, genießt euer Leben. Ich meine es ernst. Genießt euer Leben. Ich habe, ihr wisst doch, bis letzte Woche ging es mir echt gut. Ich war so happy. Im August wird noch mein Kiefer gemacht, im Oktober mein Knie und eventuell im August auch mein Hals. Das hier, ne? Auf der Seite. Und wenn nicht im August, dann trotzdem dieses Jahr. Und ich wäre dann fertig. Und jetzt kommt wieder diese blöde Scheiße. Tut mir leid, dass ich das sage. Und das macht mir echt zu schaffen, also mental sehr zu schaffen. Aber ja, jetzt bin ich für ein paar Tage alleine. Ich versuche mich gut abzulenken und bin gespannt, wie es wird. Und ich drücke euch aus der Ferne. Bitte bleibt standhaft. Ihr schafft es, wenn ihr irgendwelche schlechten Nachrichten bekommen habt. Ihr könnt mich auch jederzeit kontaktieren und mit mir reden. Und ja, seitdem ich den Befund hatte, merke ich, dass es mir allgemein auch nicht gut geht. Ich rede jetzt wieder sehr viel durch die Nase. Das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht. Und ja, ich bin happy. Meine Haare sind lang geworden. Hier wachsen die auch noch.